Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playgathern. In der heutigen Folge stehen mal wieder die Besuche an und der erste, der besucht werden wollte, war Royal Girl. Leider scheinst du nicht mehr im Clan drin zu sein. Ich hätte dich wirklich gerne besucht, aber anscheinend bist du ja nicht drin, deswegen werden wir auch direkt den nächsten besuchen. Ist der liebe Leon aus meinem Clan. Wo ist er denn? Da, Level 100 Kristall Liga 2. Werden wir mal vorbeischauen, was uns seine Base zu bieten hat. Rathaus Level 9 Trophy Base. Sie ist von außen ein bisschen zerstört aus, beziehungsweise wurde es angegriffen. Scheint es erfolgreich gewesen zu sein in den Angriff. Oder du hast die Bomben nicht reaktiviert und hast die Grabsteine extra liegen gelassen. Das tun auch einige. Ist eigentlich relativ schlau sogar. Okay. X-Boss Level 2, Magiertürme Level 7, das Maximum, Luftabwehren Level 7. Die Base gefällt mir wirklich sehr gut, für den Pogi-Push passt das auch. Was ich dir empfehlen würde, ja, eigentlich, ja, Jalzin hat es in der letzten Folge angesprochen. Das Einzige, was ich euch sage, ist, gradet eure Gebäude ab und das war's, mehr sage ich euch ja nicht. Aber trotzdem kommen die Besuche immer noch gut an, deswegen mache ich es immer weiter. Und der liebe Leon ist sogar noch online, okay. Lol. Luftfähiger Masse gerade auf 4. Entspricht nicht das Maximum, also wie gesagt. Kanonen hoch, Bogenschützentürme hoch, X-Boss hoch, mehr kannst du noch nie machen. Von der Aufstellung her gefällt mir das wirklich gut. Deswegen würde ich sagen, werden wir den nächsten besuchen. Als nächstes wollte der liebe Rathaus LP besucht werden. Bis ein Level höher, aber von Mauern bin ich besser. Hihi. So, das Dunkellager hast du auf Level 6. Die X-Boss auf 2, Luftabwehren auf 7, Magiertürme auf 7. Das läuft doch. Das ist eine extravagante Base, wie es aussieht. Die dunklen Bohrer stehen meiner Meinung nach etwas weit außen. Beziehungsweise auf einen Fleck ist nicht so schnieke. Würde ich hier mit einer Goldmine tauschen. Wäre zumindest sinnvoll. Ich weiß nicht, ob hier Tesla entstehen. Kann natürlich sein. Ist schon verwirrend, wenn ein Gegner die Base angreift. Kanone auf 11, Bogenschützentürme auf 10. Maskerad 2 auf 11 und ein hast du auch schon auf 11. Beziehungsweise kannst du nur 2 auf 11 machen. Kanonen, ja, sind alle auf Max. Ja, das läuft, würde ich sagen. Von der Aufstellung her, ja, gewaltiger Trap-Faktor. Also hier scheinen wirklich viele Bomben, Riesenbomben, Fallen etc. zu sein. Ja, das läuft von der Aufstellung her. Ja, meins wäre es jetzt nicht, aber wenn die Base hält, ist auch alles gut. Du scheinst aber nicht im Pogi-Push zu sein, daher würde ich dir die Base nicht so empfehlen. Ja, bist aber Farmer, die meisten staggeln sich ja wahrscheinlich auch das Rathaus. Wer kannst mir mal in die Kommentare schreiben, wie du angegriffen wirst. Würde mich mal interessieren. Ja, damit wäre eigentlich die Base schon so gut berichtet. Wir gucken mal einfach in dein Profil rein. Truppen scheinen auch alle in Ordnung zu sein. Deswegen würde ich sagen, werden wir den nächsten besuchen. Lieber ungeschlagen aus dem Clan Seherios. Ich habe dich nicht gefunden. Und dann schreib mir doch einfach deinen neuen Hashtag-Kürzel in die Kommentare. Dann wirst du besucht. Der liebe King Oliver aus meinem Clan wollte besucht werden. Rathaus Level 9. Farming Base. Ja, die meisten werden wahrscheinlich viele Truppen zu setzen, setzen zumindest viele Truppen, wenn die den Rathaus angreifen wollen. Magiertürme 6, einer 5. Luftabwehren 6. Beziehungsweise einer ist auf 5. Du scheinst ja nicht allzu lange hier oben. Doch, okay. Rathaus Level 9. Ich weiß nicht, wie lange du schon auf Rathaus Level 9 bist. Schätzungsweise ein, zwei Monate vielleicht. Ich glaube länger nicht. Der Labor ist gerade fleißig am Arbeiten. Lass mich Guru David schätzen, was du gerade machst. Ja, ich schätze Riesen. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. X-Bow Level 1, X-Bow Level 2. Auf Boden gestellt würde ich dir empfehlen, auf Boden und Luft zu stellen. Hat Vorteile auch in der Pokéjagd. Von der Ausstellung her, Trap-Faktor ist auch schon wieder hoch. Ja, kann erfolgreich, ist meistens erfolgreich, aber wirklich sehr teuer. Das ist wieder schwer zu beurteilen. Aber gebäudetechnisch ist alles relativ gut verteilt. Die Minenwerfer decken die gesamte Base ab. Die Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab. Bogenschützentürme außen, Kanonen außen. Haben das meiste ein gutes Level. Der Luftjäger ist etwas zu weit außen. Würde ich irgendwie noch in die Base reinbauen. Wie genau? Das ist die gute Frage, die wir uns jetzt stellen könnten. Ich versuche mir hier irgendwas... Ne, keine Ahnung. In sowas bin ich echt schlecht. Kanone schützen und das Rathaus, das ist auch noch ein Faktor hier.
Ja, muss man nicht, kann man machen, aber woanders kann die Kanone auch nicht hin, wenn man ehrlich ist. Es sei denn, du stellst das Radus ganz außen hin und packst... Entschuldigung, musste gerade fett gehen. Und packst da die Kanone hin. Ja. Gebäudetechnisch alles gut verteilt. Base gefällt mir relativ gut. Ist schon schnieke, es gibt bessere, aber... Ja gut, ist deine Entscheidung. Und wir besuchen den nächsten. Lieber Two Dead aus dem Clan Zwergis LP. Du bist nicht mehr drin, ne? Boah, schreib mal für deinen neuen Clan in die Kommentare und bleib da am besten drinnen, dann kannst du auch besucht werden. Der liebe Viny Base wurde in der letzten Folge nicht besucht, da er den Clan gewechselt hat. Jetzt ist er in diesen Clan drin und deswegen wird er besucht. Radslevel 9, Farming Base. Lufter werden 7, Magertürme 7, Minenwerfer 7. Eine Verteidigung auf Max. Die Base gefällt mir wirklich gut, ob du es glaubst oder nicht. Ich mag die Base, die ist so schnieke. Alle Verteidigungen sind auf Max, okay, das ist doch relativ gut. Barbarenkönig machst du gerade auf 10. Ja, dann schon mal viel Spaß, wenn er auf 10 ist. Da der Fähigkeitslevel ja auf 2 ist, da der Fähigkeitslevel die Schür auf 2 ist. Riesen kannst du auch upgraden, wenn du die nicht benutzt. Lohnt sich natürlich nicht. Heiler kannst du auch auf 4 machen, braucht man aber nicht. Boah, nee, das ist total unnötig eigentlich. Ich hab's gemacht, damit ich so sagen kann, ey, ich habe alles mit Elk hier gemaxt, yeah. Deswegen habe ich es gemacht, aus keinem anderen Grund. Pack Level 3, Drache Level 3, Minion Level 5, Schweinerät Level 5. Lava-Hounds besitzt du nicht. Ja, die sind auch nicht so wichtig, wenn man jetzt nicht Pokale jagt, wenn ich ehrlich bin. Für ein CW kann man ihn auch verwenden, aber wir gucken mal, wie oft du CWs macht. Machst 178, ja, ist in Ordnung. Golem würde ich wirklich dir empfehlen, auf 4 zu machen. Das ist ein Riesenunterschied, ob du es glaubst oder nicht. Es ist aber so. Labor kannst du noch an die Base ranstellen und die Zauberspruchfabrik auch. Dann ist die Base eigentlich relativ schnieke. Mach weiter so, Mauern hoch mindestens auf 9 würde ich dir empfehlen. Mach ich auch und dann kannst du auf Radeslevel 10 gehen, hast die Inferno-Türme. Den Freeze-Spell kannst alles maxen und dann ist alles so happy. Yay. Lieber Doan aus dem Clan, die Knechter, ich habe dich nicht gefunden, beziehungsweise du bist hier nicht drin. Ich finde nur ein Johan, aber ich weiß nicht, ob du das bist. Ich glaube eher nicht. Und jetzt gucken wir uns mal das Witzige an. Eddie. Da hat wohl jemand Spaß an COC. Okay, besuchen wir den nächsten. Der liebe Flosch aus meinem Clan wird besucht und er ist auch Erster. Ui, Respekt dafür, schon Meister 2. Mir fehlen noch 64 Pokale, dann bin ich auch im Meister 2. Ich freue mich schon drauf. Ich werde versuchen, einen Champion... Alter, was hast du denn für eine geile Base? Ich werde versuchen, einen Champion zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Ich werde es einfach mal versuchen. Ich mag es immer, wenn so erfahrenere COC-Spieler meine Videos gucken. Dann komme ich mir immer so cool vor. Radus Level 10. Trophy Base. Mir hat gerade das Wort gefehlt. Helden 25, 20. X-Bows Level 4. Level 4, Level 4. Das ist sogar klug gemacht, dass der hier auf Boden gestellt ist und die beiden auf Boden und Luft. Weil der hier eine größere Fläche abdeckt und hier zwei Luftabwehren sind, die gut schützen. Und hier sind beide... Alter, die Base ist richtig gut durchdacht worden. Und ganz viele Gebäude, zum Beispiel die Armeelager, stehen sogar drinnen, um noch ein paar Prozente rauszuholen. Wobei ich die Armeelager lieber für zwei Gebäude draußen wechseln würde. Aber die Gebäude draußen haben den Vorteil, dass die ein bisschen schützen. Zum Beispiel, wenn man jetzt mit Magern oder so angreift, dass die Mager erst auf die Gebäude gehen hier draußen und nicht direkt erst auf die Gebäude drin. Luftfeger Level 6. Ui, direkt schon gemaxt. Dein Labor arbeitet gerade fleißig. Ich sage, du gradest. Ja, kannst du nur noch zwei Dinge upgraden. Entweder die Valkyrie oder die Goblins. Und ich glaube eher, du machst die Valkyrie, oder? Wie wärst du im dunklen Lager drin, ne? Hup. Ich weiß nicht, wie schnell du Dunkle sammeln kannst, aber ich... Ach, Goblin oder Valkyrie. Ich glaube, du machst sogar erst den Goblin und dann die Valkyrie, weil du gerade so viel Dunkles hast. Ich glaube nicht, dass du irgendwie in 10 Tagen 110.000 Dunkles gesammelt hast, es sei denn, du bist der oberste Boss, den ich je gesehen habe. Magetürme Level 8. Alter, diese Base ist richtig gut durchdacht worden. Die screenshotte ich mir mal. Hab. Wenn ich als Radus Level 10er nochmal einen Trophy-Push versuche, dann werde ich die auf jeden Fall nehmen. Alter, die ist richtig geil. Respekt dafür. Lieber King Shanes, ich habe jetzt in deinen Clan reingeschaut, beziehungsweise den Clan, den du mir aufgeschrieben hast, aber du scheinst hier nicht drin zu sein. Wir können mal ganz kurz hier durchscrollen, aber ich habe dich, glaube ich, nicht gesehen.
Nee, bist nicht drinne. Deswegen wird der nächste besucht. Der YOLO-Chef. Ah, du warst auch mal bei uns im Kleinen drinne. Ja, ich mochte deinen Namen immer gerne, aber jetzt bist du leider nicht mehr drinne. Rasselbacht, Farming Base, Magertürme Level 4, Kanonen Level 9, Minenwerfer Level 5, okay. Die Base ist jetzt suboptimal, würde ich so sagen. Ich glaube nicht, dass die hält, oder? Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall gefällt mir die Base nicht so. Zwar sind viele Gebäude drinne, aber ich weiß nicht so recht, ne? Mit Schweinereitern könnte man hier echt gut durchwaschen. Wenn man irgendwie von hier oben angreift, dann müsste es eigentlich funktionieren. Aber jeweils, die Magertürme decken jeweils zwei Lager ab. Minenwerfer decken die ganze Base ab. Luftabwehren decken. Wo ist. Ui. Der Elgato spinnt mal wieder rum. Wo ist deine dritte. Ah, okay, da. Die Luftabwehren decken. Ach, komm schon. Fast die ganze Base ab. Denn der Teil hier wird nicht beschützt, aber da sind wahrscheinlich Luftbomben stehen oder sowas. Denke ich mal. Wenn nicht, mach es einfach. erst Flächenschäden hoch. Dann der Rest, dann kannst du mit beruhigtem Gewissen auf Radeslevel 9 gehen. Viel Spaß noch beim Farmen. So, Fisch des Jahres, du wirst jetzt besucht. Ich werde die Clansuche nicht überspringen. Den Clan hast du mir vor 3 Wochen aufgeschrieben. Ich hoffe, du bist da noch drin. Wenn nicht, dann das tut mir wirklich leid. Ich habe dich einmal vergessen und einmal hast du dich zu spät beworben. Donnerbalken. Yo, du bist drin. Okay, zum Glück konnte ich dir deinen Wunsch erfüllen. Rasselbedacht, Farming Base, Magertürme Level 4 decken jeweils 2 Lager ab. Die Lager stehen in der Mitte, die. Ich würde mindestens. Ich würde das Lager mit dem Goldlager tauschen, wenn ich du wäre. Da deckt der Magierturm zwar nicht gesamt den Lager ab, aber wenn die Lager alle in der Mitte stehen und wenn der Gegner einmal in der Mitte ist, dann hat er alle Lager und so hat er nicht alle Lager. Das ist der Vorteil dran. Bogenschützentürme und Kanonen stehen außen. Das ist gut und gut verteilt. Aber die Minenwerfer stehen meiner Meinung nach etwas weit zu außen. Das ist nicht so optimal, kann man aber ändern. Meine Kanonen hast du schon auf 10. Also mein Tipp, Flächenschäden hoch, dann der Rest und dann die Mauern. Ich würde die Mauern mindestens auf 7 machen, bevor du hochgehst. Denn dann ist alles okay. Riesen kannst du hoch machen, Goblins kannst du auch noch hoch machen, Mauerbrecher kannst du auch noch hoch machen. Ja, ich glaube, du hast noch Zeit. Level 66. Ich glaube nicht, dass du allzu lange hier oben bist, beziehungsweise auf Radeslevel 8. Kannst du mir mal unten in die Kommentare schreiben. Base-technisch her ist es in Ordnung. Die Base gefällt mir nicht so sehr. Aber ich habe sowieso vor, nächster Zeit mal wieder so ein Video zu machen über Radeslevel 8 und 7 Bases. Ja, dann würde ich auch sagen, das war's dann mit der heutigen Besuchsfolge. Die ging heute etwas kürzer, 20 Minuten, beziehungsweise ich muss ja noch einiges wegcutten. Dann liegen wir ungefähr bei 15 Minuten. Das war's dann mit der heutigen Besuchsfolge. Wenn ihr auch besucht werden wollt, schreibt es in die Kommentare rein. Und an die Kandidaten, die heute nicht besucht wurden, weil ich den Clan nicht gefunden habe oder ihr nicht mehr drin wart, schreibt mir euren neuen Hashtag-Kürzel in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.